So, was haben wir denn hier Schönes? Aha! Die rote Flasche sieht gefährlich aus. Der will was zu essen haben, kriegst du. Habt ihr euch schon immer mal gefragt, ob The Baby in Yellow auch gemoddet werden kann? Leute, das werde ich euch heute zeigen, denn wir werden neue Tränke, die wir in das Spiel integriert haben, austesten. Das Baby wird eine Explosionsforza machen, es wird komisch aussehen und alles andere wird noch passieren. Und ich sage euch, Leute, das wird eine geile Folge, deswegen lasst ein Like da, ich wünsche euch viel Spaß. Dickes Küsschen geht raus. Und wer das Video nicht bis zum Ende schaut, zu dem komme ich nach Hause und erschrecke ihn nachts. Bis dann, wir gehen rein. Also Freunde, wir sind wieder zurück im Business. Und ich freue mich, dass wir heute da sind. Das neue Update, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat. Hier hat sich ziemlich viel getan, nur nicht das hässliche Baby. Du stinkst. Wir brauchen heute erstmal wieder einen Namen für das Baby. Und ich muss hier noch einige Aufgaben erledigen, denn ich muss heute nochmal in die Katzenwelt rein. Auch übel strange. Und dann muss ich, zumindest kurz vorm Ende, irgendwas mit dem Baby machen. Weiß ich gar nicht mehr. Gucken wir nachher mal. Ich glaube, da war irgendwas. Das wird mir schon wieder einfallen. Dann können wir diese Kiste hier öffnen. Noch geht's nicht. Ich warte mal, vielleicht geht's doch. Nee, ich krieg's nicht auf. Hast du das gesehen? Du weißt nämlich ganz genau, was da drin ist, stimmt's? Du Verdammter! So, der ist jetzt erstmal gegen die Wand geböllert worden. Der weint ja nicht wahr. Alright, Leute. Also, wir sind heute wieder drin. Okay, mein Kleiner. Komm mal mit in die Küche und ich werde... Entschuldigung, was ist denn da gerade passiert? Ich werde dich mal hier so auf den... Weißt du was? Ich leg dich einfach mal hier so hin. Guck mal, du hast es hier richtig bequem. Ich gebe dir mal... Das ist so witzig. Warte, mach mal den Mund auf, Kleiner. Und... Ja, ich hab's doch gesagt. Warte kurz. Ich hole eine Scheibe Salami raus. So, halt mal die Schnauze jetzt, okay? Leute, ich liebe das Baby. Das ist so witzig. Lässt du das jetzt bitte mal... Ist doch gut. Hast du die Augen gerade gesehen, Mann? Alles klar, Mann. Ich nehme die Salami runter. Ist doch okay. Ist doch okay jetzt. Wie wär's denn mit Brot? Willst du ein Brot? Oh Gott! Willst du eine Tomatenscheibe? Willst du Käse vielleicht? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Willst du alles nicht? Willst du eine Gurke? Ich finde das so witzig. Leute, komm. Ich mach dem kleinen Baby mal was zu essen. Wir machen das nämlich so, Leute. Ich gebe dem Baby was zu essen, damit ich es essen kann. Ja, schön... Also das stand jetzt aber nicht im Babysitter-Vertrag. Ich nehme das Baby mit, wir bringen es mal zum Wickeltisch. Ich werf's mal auf entspannt hier rauf. So, das ist sehr gut. Alles entspannt, ich hole mal die neue Windel. Und, was machst denn du da? Wie bist du da jetzt, also... Okay, kein Problem. Ich zieh dir die Windel an. Komm, wir gehen nach oben. Wir bringen das Baby ins Bettchen. Seht ihr das hier? Okay. X einfach mal ins Bett. Okay. Wir brauchen einen passenden Schlüssel dafür. Stimmt, da war ja was. Ja, gut. Wir holen uns jetzt erstmal das Geschichtenbuch, setzen uns hin und lesen das. Ich lese dir heute nichts vor. Junge, wie schnell ist denn der eingeschlafen? Leute, Hashtag einschlafen in die Kommentare, wenn ihr auch so schnell einschlafen könnt. Ich wollte ihm was... Ach komm, warum beschwere ich mich? Weißt du? Das Baby ist doch leise. Es schläft, alles ist entspannt. Ich kann runtergehen und mache mir einen ganz entspannten. So, dann legen wir uns doch mal... chillen wir mal auf dem Sofa ein bisschen, ne? Boah, alter Mann, halt einen Rand jetzt da oben, ey. Ich wollte gerade schlafen. Ich dachte, das wird heute eine entspannte, ruhige Schicht. Okay. Hallo? Hallo? Wo bist denn du? Mensch, was machst denn du hier, du kleiner Scheißer? Komm mal mit. Ja, na komm. Wir gehen mal hier rein, ne? Richtung Pfote. Wollen wir mal Pfote gehen? Warte mal ganz kurz. Ich pack dich mal in die Waschmaschine. Währenddessen suche ich den Schlüssel für da oben. Ich habe gesagt, du sollst da rein. Ja, von mir aus auch so. Perfekt, Leute. Mann, das ist so dumm. Es ist gut, okay.
Ich mach mal den Schlüssel auf, na komm. Sehr gut, mein Kleiner. Wir klettern mal da hoch, ja? Machen wir mal, na komm mal mit. So. Also, was ist das da hinten? Ich muss hier in die Katzenwelt. Muss ich mit dir da rein, mein Bester? Hat das Baby fallen gelassen? Ja, heiße euch herzlich willkommen in der Katzenwelt. Es kommt ja bald was, On the Baby in Yellow. Und das Game ist auf jeden Fall nicht ohne. Was zur Hölle ist das? Was ist das? So eine kleine Katze. Hallo? Katze! Die schwarze Katze nähert sich. Boah, ich bin gespannt, was die zu bedeuten hat, Leute. Das war ein... Oh, oh Gott. Ist gehört? Hast du hier gerade gelacht? Ja. Ab gegen das Bild! Du Verdammter! Hast du die ganzen Bilder hier gemalt? Mensch! Dafür gibt's jetzt einmal Leiter, ne? So, steig mal auf die Leiter rauf, mein Lieber. Ja, guck mal, er ist mit seinen Füßen schon auf der Leiter drauf. Wenn du jetzt nicht von alleine da runtergehen kannst, dann hast du selber Schuld. Nur die Harten kommen in den Garten. Und, Schnitt. Ich hab dich! Ab ins Bett, schnell! Leg dich einfach hin! Was? Moment mal, ich soll das richtige Plüschtier ins Bett legen. Was, wenn ich dir das falsche Plüschtier da einfach reinlege? Nee, nicht die Katze. Ich mach mal den Hasen da rein. Ey! Nimm das Plüschtier, ey! Der spielt damit Fußball, Mann. Das meint er doch nicht ernst. Dann kriegst du jetzt einen Block. Du kriegst ein Königsstück. Du kriegst, was kriegst denn sonst? Du kriegst ein Babyplüschtier. Nope. Wie wär's damit? Mann! Die Unterwelt? Warum zur Hölle steht der Globus da drauf? Warum kann man den drehen? Ich versteh's nicht. Okay. Ja, gut. Ich gebe dir dein Katzending jetzt, Mann. Jetzt halt den Rand. Ja, ist doch okay. Komm. Nervensäge. Echt jetzt? Lass die Tür zu. Hast du mich verstanden? Sonst mix ich dir da gleich was unten. Weiß nicht, ey. Alles komisch oder was? Stimmt. Ich muss den Fahrstuhl rufen. Ah, so war das. Ja, Leute, ganz genau. Ich muss einfach nur den Fahrstuhl rufen, mehr nicht. Ich hab's voll verplant. Okay, pass auf. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz den ganzen Dreck hier wegräumen. So. Und machen den Kühlschrank mal zu. Machen den Ofen mal zu. Die Tür hier zu. Und jetzt werden wir unser Ritual vorbereiten. Können wir das Ding jetzt aufmachen? Ich hoffe. Ayos mios! Oh! Zaubertrankflaschen! Okay, Leute, wir wissen, was gleich geht. Ich werde mal kurz schlafen und dann holen wir uns das Baby mal. Oh, ich bin gerade vom Einkaufen wiedergekommen und ich kann euch sagen, ich habe die Kinder voll im Griff. Also Fernsehen gucken bei mir definitiv nicht. So, also brauchen die auch gar nicht. Man sieht schon, Badezimmer immer sauber, Kind schläft, alles ist entspannt. Hello? Oh shit, not good. Sommer, das kann doch nicht wahr sein, dass du hier vom Fernseher gammelst. Ich dachte, du schläfst. Ja, guck mich mal nicht so blöd an. Mit dir rein in den Ofen. So, und ich sag dir eins, du kriegst noch eine Gurke hinterher, du Verdammter. Und ich pack dir dann noch ein Champignon hin. Und von mir aus auch noch eine Tomate, du Blödmann. Und jetzt rein da mit dir. So, und zu. Jetzt reicht's. Der Typ, ich sag euch ehrlich, der kriegt jetzt richtig. So, was haben wir denn hier Schönes? Aha. Die rote Flasche sieht gefährlich aus. Der will was zu essen haben, kriegst du. Oh Gott! Alter, was ist das denn gewesen? Digga, wir könnten ja theoretisch... Boah, wir haben die rote Flasche nicht mehr. Was ist denn die blaue Flasche? Hä? Das Baby ist ja ultra klein. Moin! Hallöchen! Ey, was ist das denn, Mann? Das glaubt mir doch kein Mensch. Wie cool! Geil, Mann! Dieser Trank ist richtig gut. Ja, du bist jetzt für mich wie ein Spielzeug und endlich passt du mal da durch. Guck mal, Leute, wir können jetzt sogar Basketball mit dem Kleinen spielen, ne? Also, wenn man es ein bisschen drauf hat, perfekt. Ja, lassen wir das. Kann ich dich hier in die Vase... Oh Gott, der ist ja wieder groß, Leute. Naja, machen wir mal weiter. Eigentlich würde ich gerne den Gelben erstmal sehen. Wow! Alter! Was? Digga, das Baby ist am Fliegen! Yo! Holy moly, Mann, das ist ja übelst krass. Ey, Leute, ich glaube, ich sehe das Licht. Guck mal da oben. Also, wenn ihr das Baby entsorgen wollt, Leute, dann lasst es einfach da oben, ne? Das stört's nicht. Ich nehme mal die grüne Flasche. Wir gucken mal einfach, wie es mit dem dann läuft. Aber crazy, Mann. So. Schnitt! Okay, mein Kleiner, okay. Ich weiß, das tat gerade weh. Ich muss mir einmal die grüne Flasche besorgen. So, wie wär's denn, wenn wir dich damit mal füttern? Vielleicht geht's dann wieder besser.
Junge, hast du hier gerade einen siebenfachen Megafurz gelandet? So, jetzt reicht die Töne der Atombombe! Leute, das war's wieder mit The Baby in Yellow. Und falls ihr Mod-Ideen habt, ich bitte euch, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde euch auch mit in die Videos nehmen, wenn die Mods richtig gut sind. Also wenn die Ideen nice sind. Würde ich mich sehr, sehr freuen, denn ich habe mal wieder Bock, ein bisschen mehr in dem Spiel zu machen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr das nächste Video dann nicht verpassen wollt. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Kuss geht raus. Denno out.